Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Ankündigung meines sechsten Sonderprojektes, das Pokésmash-Tournament. Diese Ankündigung ist dazu da, um das Projekt im Allgemeinen bekannt zu geben und die Regeln genauer zu erklären. Zudem wird das Ende des Projektes angegeben, sowie das eigentliche Datum des Projektstarts. Zur Beschreibung des Projekts. In diesem Projekt spielen 16 Poketuber in einem Super Smash Bros. Wii U Turnier gegeneinander um die Krone des Pokésmash-Tournaments. Zunächst müssen sich die besten Spieler in den jeweiligen Gruppen finden und dann in spannenden Smash-Kämpfen zu versuchen, das Finale zu erreichen und dort zu gewinnen. Zu den Regeln. 16 Teilnehmer treten in einem Smash-Turnier gegeneinander an, welches mit einer Gruppenphase, also 4 Teilnehmer in jeweils 4 Gruppen, startet und jeder gegen jeden antritt. Ein Sieg bringt einen Punkt, eine Niederlage keinen Punkt. Die besten 2 jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale. Sollte nach der Gruppenphase zwischen 2 oder mehr Teilnehmern innerhalb einer Gruppe ein Punktegleichstand bestehen, wird die Platzreihenfolge folgendermaßen ermittelt. Die übrigen Stocks der jeweiligen Teilnehmer aus den bisherigen 3 Gruppenkämpfen werden addiert, womit dann eine neue Platzreihenfolge herrscht. Sollte danach noch immer ein Gleichstand bestehen, entscheidet der direkte Vergleich zwischen 2 Teilnehmern. Nach einem Sieg im Viertelfinale folgt dann das Halbfinale und im Anschluss das Finale. Die beiden Verlierer aus dem Halbfinale treten im Spiel um Platz 3 gegeneinander an, bevor das Finale im Anschluss stattfindet und den Gewinner zum Sieger dieses Turniers kürt. Es gelten folgende Kampfregeln. Keine Items im Kampf erlaubt, es wird jeweils pro Kampf mit 2 Socks gespielt oder auch 2 Versuchen oder auch 2 Leben. Derweil wird pro Kampf das Zeitlimit auf 6 Minuten gestellt. Die erste Stage der Begegnung zweier Teilnehmer ist immer die Omega-Version von Schlachtfeld und die Teilnehmer wählen für den ersten Kampf gleichzeitig ihren Charakter. Nach einem Kampf wählt der Verlierer entsprechend die Stage für den nächsten Kampf aus, danach wählt der Gewinner zunächst seinen Charakter und der Verlierer wählt daraufhin seinen Charakter für den nächsten Kampf. Sobald ein Teilnehmer während einer Begegnung einen Kampf gewinnt, darf er den Charakter, mit dem er gewonnen hat, nicht mehr in dieser Begegnung benutzen. Auswählbare Stages sind alle Omega Stages, Schlachtfeld, Letzte Station, Leidet-Patrouille, Dreamland 64, Stadt und Großstadt und Smash-Stadt. Sollte ein Kampf in einem Sudden Death enden, gilt, falls beide Kämpfer gleichzeitig ihren letzten Stock verlieren, wird der gesamte Kampf sofort wiederholt. Sollte vorher die Zeit ablaufen, hat der Spieler mit mehr Stocks bzw. bei gleicher Stockanzahl der Kämpfer mit weniger Prozentpunkten gewonnen. Wenn Stockanzahl und Prozentpunkte genau gleich sind, wird der gesamte Kampf wiederholt. Die Gruppenphase wie auch das Viertelfinale wird im Best of 3 ausgetragen. Das heißt, um zu gewinnen, muss man den Gegner 2-mal besiegen, somit können maximal 3 Kämpfe pro Begegnung ausgetragen werden. Das Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale werden im Best of 5 ausgetragen. Das bedeutet, um zu gewinnen, muss man den Gegner 3-mal besiegen, somit können maximal 5 Kämpfe pro Begegnung ausgetragen werden. Eine Übersicht über den aktuellen Spielplan und die einzelnen Tabellen erhaltet ihr auf meiner Website, in der ich extra eine Seite für dieses Projekt erstellt habe. Den Link dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung unter dem jeweiligen Part. Nun kommen wir zu den Teilnehmern der jeweiligen Gruppe. In Gruppe A haben wir SwissPact, Fanmate, JustRotti und Downy. In Gruppe B Razer, Kiltane, Suishumaru und Blacklink. In Gruppe C haben wir CrowdController, Comfey Kanto, Kaffeekone und Bell mit Gabriel. Und zuletzt in Gruppe D Hydronic, Eve, Yonago und Shiro. Nach dem letzten Part erwartet euch noch ein Best-of des Projektes, was nochmal alle witzigsten und besten Momente des Projektes zeigt. Um nicht zu spoilern, wird die Partlänge des Projektes in den Best-of-3-Kämpfen auf 20 Minuten und in den Best-of-5-Kämpfen auf 35 Minuten gestreckt. Der offizielle Projektstart und damit auch der erste Spieltag des Turniers ist am 24.09.2018. Das war's zur Ankündigung des Pokésmash-Tournaments. Ich wünsche euch viel Spaß beim Projekt. Bis dann und auf Wiedersehen!